Hallo, hier ist Jana aus meiner Bastelecke. Willkommen zu Vlogmas 2022 mit regelmäßigen, nicht täglichen, aber immerhin regelmäßigen Vlogs während der Weihnachtszeit. Viel Spaß beim Angucken! Wuhu! Guten Morgen, der Robert ist gerade los auf dem Weg nach Sachsen, um dort zu seiner Arbeit zu fahren. Und er kommt dann morgen Abend wieder. Wir haben, seitdem ich die Blumen umgetopft hatte, diese unglaubliche Menge an kleinen Obstfliegen. Diese Dinger hatte ich vor dem Urlaub da reingesteckt und jetzt sehen die so aus. Und bei dem hier hatte ich es irgendwie vergessen. Ich weiß auch nicht wieso. Bei dem anderen sieht es genauso aus. Es ist unglaublich, alleine schon wie viele Fliegen jetzt da sitzen und hier überall im Raum verteilt sind und so. Sehr, sehr nervig. Ich muss mal gucken, ob ich das noch irgendwie hinkriege, die wieder loszuwerden. Das ist natürlich doof, wenn da irgendwie die... Oh, wie das da krabbelt auf der Erde. Wenn die Eier da in der Erde drin sind und die halt dann nach und nach schlüpfen. Ja, ich meine, die jetzt nochmal umtopfen, das ist echt ein... Das sind Riesentöpfe, ja. Und ich habe irgendwie... Bei jeder Pflanze, glaube ich, ein bisschen was nachgelegt an Erde. Von dem her sind die jetzt hier überall verteilt. Die große Palme soll da hinten ins Eck. Es macht Sinn, wenn die größere Pflanze hinten ist und dann das Bäumchen hier vorne. Nur müsste ich dafür erstmal saugen. Aber weil es noch so früh ist, mache ich das tatsächlich später wegen den Nachbarn. Ich gehe erstmal rüber und gucke mal, was ich heute noch alles vorhatte und mache mir einen Plan. Ich habe jetzt hier oben den alten Türkranz hingehängt und ich glaube, das Bäumchen muss noch so ein bisschen weiter rüber. So, den hatte ich, glaube ich, in der ersten Serie 12 Tage Weihnachten gemacht, aber der passt ganz gut und das Holzteil, was ich vorher da hängen hatte, wirkte so verloren da oben und das Rot nimmt auch wieder ein bisschen das Rot vom Baum mit auf, also das ist ganz gut. Dann habe ich das hier, das hatte ich auch mal irgendwann gemacht, hingemacht. Das hatte ich neu gekauft dieses Jahr mit dem Wichtelzeug, also das ist eigentlich eine Tasse und dieses kleine Teil. Aber ich muss mal gucken, ob ich es so stehen lasse oder dann einzeln hinstelle. Die anderen Wichtel sind immer noch drüben. Und ich werde jetzt einfach mal rübergehen und arbeiten. Was ich auf jeden Fall später noch machen muss, ist, die zwei beiden hier zu verpacken und ein Video zu drehen. Aber vorher sollte ich vermutlich noch ein bisschen meinen Schreibtisch aufräumen. Ich fange aber, glaube ich, erstmal mit Schneiden an, weil ich dann ja irgendwann eh fertig bin und keinen Elan mehr habe zum Schneiden. Dann fange ich jetzt hier, mache ich hier weiter. Vielleicht kriege ich ja Teil 2 endlich fertig, dass ich den noch posten kann. Und wenn ich dann quasi eine Pause brauche, um was anderes zu machen, dann räume ich hier auf und bereite alles vor fürs Videodrehen. Und ja, soweit so gut. Ich hatte gestern noch mit meiner Mutter telefoniert. Wir werden uns heute in der Stadt treffen, weil sie die Adventskalender, die wir eigentlich vor einigen Wochen im Ikea gekauft hatten für meinen Bruder und seine Frau, die hat sie völlig verplant, dass sie die hatte. Ich habe ihr gesagt, dass sie die hat, weil sie ja eher zu denen kommt als ich. Ja, und jetzt hat sie wiedergefunden. Jetzt war sie gerade ja erst bei denen. Und wir schicken die kleinen Fliegen. Es ist echt ätzend. Warte mal, Robert schickt ein Bild. Was hat Robert für ein Bild geschickt? Sein Auto vielleicht ein... Wow! Wahnsinn! Sein Auto ist eingefroren. Warte, ich zeig's euch mal. So sieht sein Auto oben drauf aus. Krass, oder? Das mal ordentlich. Wo waren wir stehen geblieben, als ich abgelenkt wurde? Achso, wir treffen uns in der Stadt, damit wir diesen Adventskalender jetzt abschicken können, dass sie den zumindest morgen oder übermorgen dann bekommen und noch den Rest nutzen können. Schokolade, also ich meine, die können die Schokolade auch später essen, aber ihr wisst, was ich meine. Ist ja cooler, wenn man jeden Tag was aufmachen kann. Genau, deswegen müssen wir uns eh in der Stadt treffen und dann gehen wir zusammen Mittagessen. So zumindest der Plan. Ute hatte, also meine Mutter hatte gemeint, sie guckt nochmal, wie es ihr dann geht. Rein erkältungstechnisch, wenn sie irgendwie zu schlappi ist oder so, dann muss ich mal gucken, ob ich vielleicht abends zu ihr fahre und den Kram hole. Und dann abschicke, beziehungsweise hatten wohl mein Bruder und seine Frau gemeint, dass sie eventuell am Wochenende kommen. So
Sonst müssten sie halt noch ein bisschen länger warten, wobei dann ist schon die Hälfte rum irgendwie. Ach, der Robert ist gerade am Tanken. Okay, dann ist er ja. Dann hat er zumindest schon gekratzt. Ich habe ihm gerade geschrieben, ob er fleißig am Kratzen ist. So, jetzt aber genug geredet. Ich muss mal irgendwas hier machen. Wir sehen uns später. Mittlerweile ist es hell draußen und ich habe jetzt mal diese Ecke hier aufgeräumt. Wobei, wartet mal. Die Gießkanne muss da wieder hin. Beziehungsweise muss ich mal gucken, ob ich da am Fenster noch irgendwas Weihnachtliches hinmache. Aber ich meine, das würde eh durch die Palme verdeckt. Aber so finde ich das rein größentechnisch etwas besser. Und ich habe auch neue gelbe Dinger reingemacht für die Fliegen. Für fliegendes Ungeziefer, so heißt das. Genau, habe gleich noch hier ein bisschen gesaugt und den Flur gesaugt, unseren Toilettenraum gesaugt und so. Nach und nach mache ich sauber, immer ein bisschen. Ich brauchte einfach mal eine Pause vom Schneiden. Und eigentlich ist jetzt genügend Licht da, dass ich mal das Video drehen könnte. Dafür muss ich aber erst einmal aufräumen. Und das macht grundsätzlich Sinn, sonst überfordert mich das hier wieder. Und irgendwelche Dinge gehen unter. Das heißt, ich werde jetzt einfach einmal versuchen, hier ein bisschen Ordnung reinzukriegen. Ich glaube, ich schaffe die Wichtel mal rüber für den Platz für sie und dann räume ich hier den Schreibtisch auf, zumindest gut genug, dass ich da filmen kann und dann werde ich filmen und das seht ihr dann. So, das muss erstmal reichen. Ich habe also hier jetzt alles einsortiert wieder. Die Sachen laufen aus. Die kann ich also nur noch bedingt verwenden bis Januar dann und dann gibt es sie halt nicht mehr. Nur, dass ich Bescheid weiß, dass ich die vielleicht noch nutze vorher. Den Kram brauche ich jetzt fürs Video. Und ich habe mir genug Platz gemacht. Ja, hier schiebe ich noch ein bisschen rüber. Aber das ist mir ausreichend. Ich habe auch nicht mehr viel Zeit. Ich muss mich beeilen. Ich hoffe, dass ich das gedreht bekomme in allerhöchstens einer Dreiviertelstunde. Deswegen mache ich jetzt schnell mal mein Handy oben rein in die Halterung. Oh, da fehlt noch das Ding. Und beeil mich. So, ich muss mich echt beeilen. Deswegen stanze ich mir jetzt schon mal alles aus, was ich brauche. Und zeigt das dann nur in die Kamera, weil wie man ausstanzt, wissen die meisten ja, würde ich mal sagen. Und dann geht das etwas schneller. Müsst aufhören. Du sollst jetzt mitmachen hier. Das würde eh zu dolle wackeln, weil das Stativ, wo die Kamera dran ist, steht auf dem Tisch. Und das lässt immer alles ziemlich durchrütteln. Entschuldigung, dass das Mikro vor meinem Gesicht ist, aber ich brauche das dann zum Filmen. Und je weniger lang das Video nachher ist, von dem, was ich aufnehme, desto kürzer dauert es dann auch, das zu schneiden, was natürlich immer gut ist. Und dann würde ich das, glaube ich, als den nächsten kreativen Montag machen, weil vorher habe ich ja noch die Karten aus den Papierresten, die ich noch zeigen will. Irgendwo dahin. So. Also dann haben wir das zweimal. Das können wieder dahin. Dann brauchen wir zweimal Rot. Na, komm schon, Jana, nicht schludrig werden. Wir haben keine Zeit für Fehler. So viel Druck. Und noch eins. Und ja, ich mache diese Grimassen beim Ausstanzen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen konntet. Aber solche Grimassen mache ich beim Ausstanzen, tatsächlich. So, dann noch dieses Papier. Statisch aufgeladen. Oh Mann, oh Mann. Das geht so nicht. Boah, festhalten. Und durchkurbeln. Ich versuche dieses Goldpapier tatsächlich nur am oberen Rand durchzukurbeln, weil ich festgestellt habe, dass diese Platte, die ich oben drauf mache, ihr seht mich kaum dadurch, die ist eigentlich nicht die, in die reingestanzt wird und trotzdem drückt sich da das Stanzteil so dermaßen ein, dass die richtig überall so Muster von den Stanzteilen drin hat und das überträgt sich auf diese Goldfolie,
durch den Druck und ich möchte verhindern, dass zu viel von der Goldfolie mit diesem Muster ist, weil die soll ja noch schön glatt sein. Und deshalb versuche ich das ganz vorne an den Rand zu machen. Und leider geht es nicht ganz. Vielleicht seht ihr das, dass da trotzdem was drauf gedruckt ist von dem Muster von der Stanzplatte. Vielleicht muss ich auch einfach mal eine frische nehmen. Jetzt aber zügig. Brauche ich sonst noch irgendwas? Schere. Das sind die Stanzformen. Schere. Kleber. Kleber und, wartet, Papier. Und das Brett. Papierreste würden reichen. Wo ist mein Zettelchen? So, dann haben wir die auch. Und damit haben wir alles. Gut. Na dann wollen wir mal anfangen zu filmen. Hallo, hier ist Jana aus meiner Bastelecke. Ich bin heute da mit einem neuen kreativen Montag und einer leichten, schnellen Verpackung für diese beiden Männchen hier. Ihr seht, die sind von einer bestimmten Marke, die Schokoladendinge herstellt. Und ich fand die richtig witzig, die Männchen. Heute ist Nikolaustag, an dem Tag, wo ich das hier filme. Und ich will die zum Nikolaustag verschenken. Aber die Verpackung, die ich mache, die kann auch an anderen Tagen in der Weihnachtszeit verschenkt werden. Vielleicht wollt ihr das ja als kleines Mitbringsel irgendwohin mitnehmen und oder vielleicht auch zum Geschenk dazu an Weihnachten selber. Ich zeige euch jetzt ganz schnell, wie man das macht und deswegen habe ich schon etwas vorgearbeitet. Ich habe mir natürlich hier wieder meine Zeichnung gemacht, aber ich wollte ja daraus jetzt meine leichte Verpackung machen. Habe ich hier diese zwei Kreise ausgestanzt, ja, in Chili und wir bauen uns jetzt schnell unsere Verpackung. Dafür habe ich mir mal kurz ein bisschen Platz gemacht und die Sachen zur Seite geschoben. Ihr braucht nämlich jetzt euer Falz- und Schneidebrett. Deswegen habe ich mir hier diese roten Chili aus. Deswegen habe ich mir hier diese aus Chili ausgeschnittenen Teile vorgeschnitten. Also 5 mal 5. Also nochmal. Und dann mache ich jetzt nicht an den kurzen Seiten. Und das hatte ich auch schon für meine Swaps für Wien. Dieses Bändchen hatte ich auch schon für Wien, für die Swaps. Die bekommen das nämlich alle zum Nikolaus und dann sieht das so aus. Und wenn man schüttelt, macht es Geräusche. Und es sieht aus, als ob sich der Lebkuchen mal tierisch freut. So, ich muss natürlich hier unseren Schneemann auch noch einwickeln. Ja. Manchmal will das Bändchen nicht so, wie man selber will. Auf jeden Fall wünsche ich euch dabei viel Spaß. Natürlich würde ich mich auch über einen Daumen hoch freuen. Das sind also die beiden fertigen Männchen, die heute an meine beiden Kolleginnen gehen zum Nikolaus. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Schöne Weihnachtszeit. Juhu! Wow, es ist 10 vor 11, Leute. 10 vor 11. 10 vor 11. Der Wahnsinn, oder? Lass mich mal nachgucken. Der Wahnsinn. Ich habe ungefähr eine halbe Stunde gebraucht dafür, um das zu drehen. Yay! Und mit Vorbereitung sogar. Voll geil. Also, ich stelle die jetzt vorne hin, dass ich die auf keinen Fall vergesse für meine Kolleginnen Fotos, die ich nehmen kann fürs Video. Hatte ich gestern schon mit den 4 verschiedenen gemacht. Das heißt, da muss ich keine Fotos mehr von machen. Und ich muss noch schnell duschen, bevor ich losmache. Das werde ich jetzt einmal schnell machen. Das sollte ich bis um 11 noch hinkriegen. Und dann suche ich noch einen Karton für meine Mutter raus. Für die Adventskalender, die wir nach München schicken sollen. Ich habe mir die Maße aufgeschrieben. Das sind die Maße von den Adventskalendern. Sollte ein bisschen größer sein. Werde ich mal meine Kartons durchgehen. Und den nehme ich dann mit, wenn ich meine Mutter in der Stadt treffe. Aber dann habe ich das jetzt tatsächlich noch geschafft. Wie geil ist das denn? Entschuldigung meine Ausdrucksweise. Aber
Ich finde es total cool. Mann, ey. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Okay, Aufnahme ist da, kein Ding. So, wir sehen uns später. Wahrscheinlich filme ich dann so ein bisschen mit, wenn ich meine Mutter treffe und dieses Ganze. Ich weiß nicht, ob ich vorher noch dazu komme, irgendwas zu filmen, weil ich dann wahrscheinlich wieder spät dran bin. Genau, und ansonsten werde ich heute Abend wieder hier sitzen und ein bisschen weitermachen, weil ich habe ja noch so einiges zu schneiden. Cool wäre es natürlich auch noch gewesen, ich hätte jetzt hier hinten noch Janas beste Ecke drauf gestempelt mit meinem persönlichen Stempel, den ich kreiert habe. Aber habe ich jetzt nicht gemacht, ist auch nicht so tragisch, ist ja auch nichts, was ich im Video zeigen muss für irgendwen anders, weil das ist ja dann nur von mir. Aber meine beiden Kolleginnen kennen mich ja und wissen, dass das von mir ist. Von dem her brauchen die das gar nicht unbedingt. Okay, ich brauche mein Handy noch. Und dann mache ich mich fertig und mache mich auf den Weg. Tschüssi! Ich habe mich gegen die Dusche und für eine Katzenwäsche entschieden, weil ich heute Abend dann richtig baden will. Schönes heißes Schaumbad, so kalt wie das ist. Meine Mutter hat mir nicht zurückgeschrieben auf meine WhatsApp-Nachrichten. Von dem her hoffe ich mal, sie ist jetzt dann auch da. Und hier ist schon wieder Chaos beim Einparken im Parkhaus. Eine riesenlange Schlange, die alle ins Parkhaus wollen. Wahrscheinlich, um Weihnachtssachen zu shoppen. Schauen wir mal, ob meine Mutter denn dann auch kommt. Also, das habe ich auch noch nicht gesehen. Tauschbörse. Witzig. Ich habe meiner Mutter gerade geschrieben, weil sie geschrieben hat, dass die Straßenbahn aus irgendeinem Grund schon so lange an der einen Haltestelle hält, dass sie einfach hochkommen soll, weil dann kann ich meinen Kolleginnen jetzt gleich noch ihr Nikolausgeschenk geben, bevor die nicht mehr da sind. Und dann können wir das Paket zuerst fertig machen und dann was essen. Also es sind alle ausgeflogen, aber hier liegt ein, also es ist nicht mein Schreibtisch, sondern der von unserer Praktikantin. Es liegt auch viel Kram rum, als ob sie da sein könnte. Ich weiß noch nicht genau wo, vielleicht oben. Und den hat garantiert meine Kollegin mitgebracht. Und das liegt auf meinem Schreibtisch. Ja, ich habe nicht nur den kleinen Nikolaus. Und anscheinend haben wir von irgendwem das da bekommen. Vielleicht sind das Tees, sondern noch ein Geburtstagsgeschenk. Ich muss jetzt mal schnell anrufen, ob die Mädels noch da sind. Coole Blume. Ich habe gerade oben angerufen. Jetzt müssten die jederzeit von da oben kommen. Sie haben gemeint, sie kommen gleich mal runter. Und dann kriege ich das bestimmt feierlich überreicht. Und ich muss natürlich meine Geschenke noch rausholen. Happy Birthday, liebe Jana. Happy Birthday to you. Dankeschön. Die Sarah hat selbst künstlerisch war sie tätig und hat nicht nur meine Geburtstagskarte gemalt, sondern mir auch noch verschiedene Karten selbst gemachte, also das ist quasi auf Wasserfarbenpapier und dann danach noch mit einem schwarzen Stift so Details reingezeichnet. Ich zeige dir vielleicht mal später, wenn ich zu Hause bin. Aber dieses toll eingepackte Geschenkpapier ist aus den Papieren, die es hier an der Arbeit gibt und die wir nicht mehr brauchen, also quasi na sehr nachhaltig. Da steht sogar noch Work and Travel in so einem Kram drauf, handgeschrieben. Muss ich mal gucken, ob ich das aufkriege. Ist das ein Spiel? Das ist ein Spiel, das ist ein Spiel. Sonst hätte es wahrscheinlich nicht gehalten, oder? Da kommt meine Mutter. Was? Sie kann doch reinkommen. Die Ute kommt ja ständig in meinem Vlog vor. Ubala, Hilfe. Mikro, Makro, Crime City. Ist das ein Wimmelbild-Ding? Das ist ein Wimmelbildspiel. Nein, das ist nicht. Aber das sieht doch aus wie ein Aber es ist Wimmelbild. kein Wimmelbildspiel. Warte mal, das ist ein. Ist das so ein Detektivspiel? Ja, und du musst mit uns spielen. Kooperativ? Naja, natürlich. Da müssen wir mal einen Spieleabend machen nach der Arbeit. Mittwoch nach der Arbeit. Der Robert macht öfter Mittwoch nach der Arbeit mit seinen Kollegen ein Spiel. Da ist meine Mutter übrigens. Schwenkt mal rüber. Einmal winken. Hallo, ein bisschen angeschlagen. Ja, die Ude hält sich mal. Die hat eine Erkältung von meinem Neffen mitgebracht. Vielen lieben Dank, ihr beiden. Und du kannst gerne ausmachen, wenn du möchtest. Aber früher hatte man dann einen Also, Dackel und meine Mutter hat uns diese Adventskalender aus München mitgebracht.
Und den hier. Den kann der Robert sich dann hinstellen. Voll witzig. Chewbacca mit Weihnachtslichtern. So, ich packe jetzt mal Kram weg, weil wir haben jetzt um eins. Ich muss anfangen zu arbeiten. Meine Mutter verlässt uns und bringt das Paket zur Post. Tschüssi! Ich glaube, wir müssen mal einen Tee trinken. Wobei, hast du alle jeden Tag immer deinen Tee getrunken? Bis jetzt? Einen getrunken, den von gestern. Also den ersten, oder? Der ist ja nicht von gestern, sondern gestern wäre ja der fünfte gewesen. Vom ersten getrunken. Na, dann trinke ich jetzt mal den ersten. Dann schauen wir mal, wie er schmeckt. Ja, okay. Ich trinke den zweiten, wenn ich. Ja, genau. Wir hatten jetzt noch eine Beratung gehabt, unsere Praktikantin und ich. Die hat dann noch ein bisschen länger gedauert. Deswegen habe ich bis 16:45 gearbeitet. War etwas kniffliger. Jetzt mache ich mich auf den Weg nach Hause. Die ganzen Geschenke und die Blumen und so habe ich alles in meinem Beutel. Wieso stehen denn hier so viele Roller rum? Ich werde einmal über den Weihnachtsmarkt laufen, weil ich noch nach was gucken will. Für die Ehrenamtlichen in einem Projekt, was ich betreue von der Arbeit. Ob ich da eventuell kleine Weihnachtsgeschenke finde. Jetzt müssten auch schon ein paar von den Türchen am Adventskalender auf sein. Die sind dann farbig. Kann man von hier aus nicht so richtig gut erkennen. Aber ich habe Fotos gemacht auf dem Weihnachtsmarkt von den Sachen, die ich mir als Geschenk überlegt hatte. Da frage ich morgen mal meine Kollegin und gehe aber jetzt noch mal woanders hin, um was zu suchen. Ich glaube, das mit dem schönen heißen Schaumbad werde ich noch mal verschieben. Wir haben immerhin jetzt schon 17:45. Ich muss auf jeden Fall meine Blume, die ich geschenkt bekommen habe, aus der Tüte holen und gucken, dass ich die irgendwo hinstelle. Ah, vielleicht stelle ich es auch dahin. Werde ich mir mal ein Gläschen besorgen. Irgendwas, wo ich die reinmachen kann. Also die ist anscheinend eingefärbt. Das sieht man, weil hier sieht man die Farbe. Und in der Kamera sieht die orange aus, die ist aber eigentlich, ist die pink. Merkwürdig, wie das Licht so macht. Dann habe ich mein Spiel und ich habe die beiden Adventskalender, die werde ich rüberpacken für Robert und mich. Und dieses Teil ist so cool, das mache ich dem Robert unterm Baum. Das hier muss verräumt werden. Bei dem Papier muss man gucken, was ich damit mache. Und sonst noch alles. Das ist zum Verbasteln. Und ja, die coolen Karten von unserer Praktikantin, der Sarah. Und jetzt werde ich aber erstmal, wenn ich die Blume versorgt habe, mir was zum Abendessen machen. Ich denke, das wird heute mein Essen sein, mein Abendessen. Die kleinen Mini-Gurken und auch die Weintrauben müssen weg. Haben wir zwar erst... Warte mal, das war erst gestern, Montag, heute ist Dienstag. Wir waren ja gestern erst einkaufen, aber 2/3 von den Weintrauben waren heute schon verschimmelt. Die habe ich noch retten können. Und die sahen schon so aus, als ob sie nur mal lange durchhalten. Deswegen werde ich die jetzt einfach zusammen mit den Käsewürfeln futtern. Ich brauche da auch nicht unbedingt noch ein Brot mit dazu oder so. Das... würde ich sonst gar nicht schaffen. Vermutlich ist das schon zu viel. Aber ich hatte heute Mittag ja, da war ich ja essen mit meiner Mutter und meinen beiden Kolleginnen. Da habe ich also was Warmes gegessen, das passt. Und die Adventskalender habe ich da drüben hingestellt und auch die Blume, weil ich mich doch hier mehr aufhalte und ich ja, solange wie sie noch blüht, auch einen Blick da drauf haben will. Wichtel hatte ich noch ein bisschen hindekoriert heute. Also... ich glaube, ich mache jetzt erstmal eine Pause und dann setze ich mich hoffentlich nachher rüber. Aber im Moment fühle ich mich einfach ein bisschen gestresst. Und wenn ich jetzt nach dem Essen direkt weitermachen würde, dann würde ich zwar vermutlich noch ordentlich was geschafft bekommen, aber ich will nicht so kurz nach dem Urlaub schon wieder komplett im Stress sein, dass meine Haut dann wieder schlimmer wird und alles. Das heißt, ich gebe mir jetzt mal eine Pause und gucke, ob ich dann heute noch was mache oder nicht. Sonst gucke ich einfach, dass ich... morgen früh aufstehe und dann irgendwie da noch versuche, was zu machen oder so. Ja, genug zu tun, aber trotzdem will ich mich irgendwie nicht überfordern. Das heißt, ich mache mir jetzt einen Fernseher an und dann schaue ich
schaue ich mal, ob ich irgendwas noch habe. Vielleicht eine Serie oder so, ein Teil. Keine Ahnung. Und tief durchatmen. Ich brauche auf jeden Fall die Pause. Also, ich habe gemerkt, ist mir gerade ein bisschen zu viel. Und das bedeutet, ich schaue mir jetzt einen 1,5-stündigen Weihnachtsfilm an. Ein bisschen Weihnachtsstimmung machen. Der nennt sich Christmas with You. Ich mache mal kurz Pause. Sieht aus wie New York. Mehr weiß ich noch nicht. Aber wenn der fertig ist, ist es 8 Uhr. Und dann habe ich genügend Pause gemacht. 1,5 Stunden finde ich ganz gut. Und dann gucke ich, dass ich mich rübersetze und noch was schaffe. So, ich hoffe, ihr könnt mich ordentlich hören. Ich habe mein Tuch angelassen, weil mir doch etwas frisch geworden ist. Obwohl im Wohnzimmer Heizung an ist. Aber wenn man da so liegt und nicht viel tut, dann wird es halt kalt. Ihr hetzt. Ist aber ein bisschen Arbeiten angesagt. Sonst habe ich nämlich das Problem, dass ich überhaupt nicht mehr hinterherkomme. Und deshalb werde ich jetzt erstmal Vlogmas Teil 2 fertig schneiden. Ich schneide jetzt so lange, bis ich fertig bin, egal wie lange es dauert. Ich werde den zumindest heute noch hochladen und dann vielleicht morgen früh einfach posten. Ich hoffe, ich schaffe das, den heute fertig zu kriegen. Ich muss einfach. Oh. Mir ist so kalt. Ich muss mal überlegen, je nachdem, wie lange ich jetzt brauche, ob ich mich nicht doch noch in die Wanne lege und ein schönes heißes Bad nehme, damit ich warm genug bin, wenn ich ins Bett gehe und auch schlafen kann. Hab ja niemanden, der mich wärmt, weil der Robert erst morgen wiederkommt. Oh, okay, aber ich muss jetzt machen. Bin schon wieder völlig am hier. Okay, ich mache jetzt. Bis später. Ich bin doch tatsächlich gerade mit Vlogmas Teil 2 fertig geworden. Und wir haben 10 vor 9. Jetzt muss ich mir überlegen, ob ich am nächsten Video weiterschneide oder ob ich baden gehe. Also der rendert jetzt noch und wenn der gerendert ist, werde ich den auf jeden Fall gleich mal hochladen. Und tatsächlich glaube ich, ich mache das mit dem Baden heute. Mir ist zwar nicht mehr ganz so kalt wie vorher, aber ich glaube, das tut mir ganz gut. Vorm ins Bett gehen, creme ich mich nochmal ordentlich ein, damit meine Haut weiterhin ein bisschen braun aussieht, ja, und nicht die Trockenheit das Ganze wieder heller aussehen lässt. Ich will es ja ein bisschen zumindest halten. Ist natürlich schwierig, wird auch nicht lange halten. Oh, oh nein, die Sarah hat heute Geburtstag. Ist eine Freundin aus den USA, die hat nichts mit Stampin' Up zu tun. Und ich habe völlig verplant, dass sie heute Geburtstag hat. Da muss ich sie mal suchen und schreibe ihr mal eine Nachricht. Auf Englisch natürlich, weil sie kann kein Deutsch, schreibe ich ihr schnell noch alles Gute zum Geburtstag. Sie hat am Nikolaustag, ist echt witzig. Gut, dass ich das noch gesehen habe. Sonst noch irgendwer? Diese Woche nicht. Nächste Woche auch nicht. Also dann werde ich jetzt den da noch hochladen und dann lasse ich mir eine Wanne ein, lege ein Stündchen in der Wanne, schau dabei YouTube-Videos oder Netflix, muss ich mal gucken, auf dem Tablet, entspanne, gehe früh ins Bett, stell mir dann den Wecker auch dementsprechend früh. Soll ich es wirklich machen? Nee, ich stelle mir auf um 7 und stehe um 7:30 auf, dass ich dann ab 8 noch was machen kann. Dann kann ich die Bestellung von bei Stampin' Up endlich machen, also diese Sammelbestellung, wo nur die eine Kundin was bestellt hat und wo ich noch für Roberts Schwester was mitbestelle. Kann ich dann endlich machen. Ich muss noch die Rechnung für Stempelwiese schreiben für die Auktion, die ich angelegt habe im November für die Steffi. Das muss ich auch noch machen. Ja, und da so noch so ein paar andere Sachen, aber die müssen jetzt auch nicht unbedingt morgen sein. Und wenn ich das mit dem Baden heute Abend mache, wenn ich jetzt eh schon so viel gemacht habe, muss ich es morgen früh nicht machen und es wird dann nicht stressig, bevor ich an die Arbeit gehe. Ich glaube, das ist ganz gut. Und ehrlich gesagt muss ich morgen auch ein bisschen eher an die Arbeit, weil, das habe ich euch, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Also ich habe in meinen Teilzeitstelle, Angestelltenarbeit, ich habe natürlich mein Gewerbe. Dann habe ich diese Dienstleistung, die ich für Stempelwiese mache, also die Auktionen auf eBay einzustellen. Und als das mit Stempelwiese gerade, also als ich da von der Steffi keine neuen Sachen bekommen hatte und sich das so ein paar Monate hingezogen habe, wo keine Auktionen waren,
hatte ein Kollege von meiner Arbeit angefragt, ob ich als Coach auf Honorarbasis bei einem Projekt, was ein Förderprogramm ist für die Jugendverbände, und zwar um das auszugleichen, was an Jugendarbeit nicht stattfinden konnte während Corona, ob ich da als Coach tätig sein möchte. Und da habe ich keine festen Stunden, sondern ich mache halt so viel, wie quasi nötig ist, und schreibe dann einfach die Stunden auf und bekomme das dann ausbezahlt. Und das ist jetzt in den letzten Wochen da nicht viel passiert. Das hatte auch zum einen damit zu tun, dass mir teilweise die Rückmeldungen von den Verbänden gefehlt haben und dann immer was verschoben wurde. Aber auch einfach, weil ich gar nicht mehr machen konnte, weil so viel anderes war. Und ich glaube tatsächlich, ich sollte morgen mal eine halbe Stunde eher an die Arbeit gehen, als ich es eigentlich vorhatte, und dann für dieses Förderprogramm noch ein bisschen was machen. Ich habe nämlich Donnerstagabend ein Online-Meeting. Und da müsste ich, glaube ich, vorher noch was mit dem Kollegen, für den ich das mache, klären. Dann könnte ich das nämlich morgen Vormittag machen. Ich glaube, der ist am Donnerstag die ganze Zeit auf Fortbildung. Ich habe am Donnerstag tatsächlich, gehe ich ein bisschen eher an die Arbeit, weil ich da einen digitalen Fachtag habe. Der geht fast die komplette Zeit, ich arbeite. Und am Freitag kriegen wir Besuch aus Bonn an der Arbeit. Das ist so Kooperationspartner, so ein Netzwerk. Es ist auf jeden Fall noch ordentlich was los. Ach so, und Freitagabend ist dann die Weihnachtsfeier von der Stadtbücherei, und zwischendrin habe ich noch Osteopathie. Das heißt, am Freitag kann ich auch nicht wirklich nach Hause fahren, das lohnt sich immer nicht. Muss ich mal gucken, wie ich das fülle. Und am Samstag arbeite ich dann auch vormittags, weil die Weihnachtsfeier von dem Projekt ist, was ich koordiniere mit den Ehrenamtlichen. Viel zu tun! Ich verabschiede mich. Das Video ist schon abgespeichert. Dann kann ich das nämlich jetzt hochladen, mir währenddessen das Badewasser einlassen. Also, ich muss erst noch die Geburtstagsnachricht, dann baden. Keine Ahnung, ob ich euch heute noch mal sehe. Wenn nicht, sehen wir uns morgen. Schönen Abend. Tschüss. Hallöchen, ich bin's nochmal. Und ich sehe so glänzig aus, weil ich mich eingecremt habe nach dem Baden. Das habe ich echt gebraucht. Das war jetzt so ein bisschen Self-Care, Me-Time. Und mir ist jetzt auch schön warm. Ich habe mich gleich in mein Nachthemd geschmissen und sitze jetzt hier nochmal um 10:30, weil ich mir gedacht habe, es ist noch nicht so spät, dann kann ich jetzt noch das Thumbnail machen von Vlogmas Teil 2. Ich werde mal gucken, irgendein sozusagen Standbild aus dem Vlog mir raussuchen, was ich nehme, das dann auf dem Handy bearbeiten und das dann eben nehmen, um das Ganze zu veröffentlichen. Und dann will ich das heute eben noch veröffentlichen und posten, dass das einmal weg ist. Das mache ich noch und danach gehe ich ins Bett. Ja, ich weiß, ich sitze hier immer noch und es ist 0 Uhr, aber ich gehe jetzt auch ins Bett. Ich hatte vorher noch mit dem Robert telefoniert, nachdem ich meinen Vlogmas Teil 2 gepostet hatte. Und dann ist mir eingefallen, dass meine Schwägerin ja einen Link geschickt hatte für meinen Neffen, ein Geschenk zu Weihnachten. Und da habe ich mir gedacht, na, wenn ich das schon bestelle, dann könnte ich doch eigentlich auch gleich noch gucken. Meine Mutter hat noch nichts für den Robert und im Übrigen habe ich auch noch nichts für den Robert. Dann könnte ich doch gleich noch mehr mitbestellen. Und dann habe ich jetzt aber ewig rumgesucht. Und wenn man dann vom einen zum nächsten klickt und ihr wisst, wie es ist. Und demzufolge ist es jetzt Mitternacht, was ich ja eigentlich gar nicht wollte, weil ich ja eigentlich früh aufstehen wollte, um in der Früh noch was zu tun. Immerhin habe ich aber das mit dem Baden erledigt, so dass ich das morgen früh nicht machen muss. Und dann hoffe ich, dass ich trotzdem noch ein bisschen was geschafft bekomme. Das bedeutet jetzt einfach, ich mache mich so schnell wie möglich ins Bett. Gute Nacht. Guten Morgen. Ich bin heute vor dem Wecker aufgewacht und deswegen schon ein Stück wach. Jetzt habe ich mir gedacht, dann kriege ich vielleicht vor der Arbeit noch ein bisschen was hin. Ich muss um 9.30 Uhr vermutlich los und ich gucke jetzt mal, was ich vorher noch hinkriege. Was ich auf jeden Fall erstmal mache, ist noch die Sammelbestellung. Die Schwester vom Robert
Die Silvi hat mir Screenshots gemacht von den Dingen, die sie gerne hätte. Da mache ich die jetzt einmal und danach werde ich in irgendeinem Video schneiden. Was genau, weiß ich noch nicht. Mal sehen, auf was ich Lust habe. Viel zu tun, aber krieg schon hin. Ich lese mir gerade die Neuigkeiten von Stampin' Up! Durch, die eigentlich gestern schon veröffentlicht wurden. Ich habe es noch einfach nicht durchgelesen, weil ich vermutlich anderweitig beschäftigt war. Aber ab heute gibt es ein neues Kreativset. Süße Liebesgrüße, was erhältlich ist. Und das sollte ich dann wohl mal posten. Und ich habe auch diesen Monat noch kein Newsletter verschickt. Das werde ich aber jetzt vorher nicht mehr schaffen. Aber das mit dem Posten könnte ich schon machen. Dann komme ich wahrscheinlich nicht mehr zum Schneiden. Wir werden sehen. Also was man hier unter anderem auch lesen kann, nachlesen kann in den News für die Demos, ist immer die Zeit, bis wann man spätestens etwas bestellt haben muss, damit es vor Weihnachten im besten Falle noch ankommt. Natürlich garantieren können sie es auch nicht, das kommt darauf an, wie viel los ist, aber sie versuchen es dann zumindest noch, dass es dann vor Weihnachten ankommt. Und zwar ist es diesmal bis zum 16. Dezember. Wir haben heute den 7. und das wäre der Freitag nächste Woche. Ich glaube tatsächlich, dass ich versuche, einen Newsletter zu machen. Und zwar werde ich, glaube ich, gucken, dass ich das morgen Vormittag mache, bevor ich an die Arbeit gehe. Schreibe ich mir mal rein. Neues Set. Wir haben Fristbestellungen. Weihnachten. Da muss natürlich Vlogmas mit rein. Ein Hinweis darauf. Das Live von den Malediven. Und dann Kreativer Montag. Vielleicht könnte ich auch einen Hinweis machen. Hinweis, alte Videoserie 12 Tage Weihnachten. So viel dazu. Das mit der Set-Produktlinie kann ich sicherlich auch morgen noch machen. Wir machen jetzt erst einmal die Bestellung. Die Bestellung hat ziemlich lange gedauert, weil ich dann geguckt habe, ob ich nicht noch irgendwas habe, was ich mitbestellen kann. Jetzt würde ich mich ja in circa einer halben Stunde auf den Weg machen. Das heißt, so richtig viel anzufangen lohnt sich jetzt nicht mehr. Ich habe gerade noch was gesehen in einer E-Mail, wo ich gerade mal durchgucke, ob das eventuell was sein könnte für meine Ehrenamtlichen in dem Projekt, für die ich noch was suche, weil ich das ja dann später mit meiner Kollegin besprechen könnte. Das war dann doch nichts, weil ich denke, das wird nicht mehr rechtzeitig ankommen. Am Samstag ist ja schon die Weihnachtsfeier. Deshalb werde ich jetzt einfach mal vielleicht so ein Viertelstündchen noch an irgendeinem Video schneiden. Vermutlich einfach durch schnelle Wegen am Vlogmas Teil 3, den ich zumindest schon angelegt hatte, als ich den anderen Teil, den Teil 2, fertig gemacht hatte. Damit ich die Zeit trotzdem noch gut nutzen kann. Und dann war's das. Wie gesagt, zu mehr komme ich eh nicht, weil dann muss ich zur Arbeit. Und wir hören uns jetzt auch vorher nicht mehr, weil ich muss mich beeilen. Also arbeit noch ein bisschen und dann gehe ich zur Arbeit. Tschüss. Ich war gerade mit den Kolleginnen essen, Mittagessen. Und jetzt mache ich die Besorgung für die Freiwilligen aus dem Projekt, was ich betreue. Die Sachen, die ich mir gestern angeguckt hatte auf dem Weihnachtsmarkt, besorge ich heute. So, alles erledigt. Und für mich auch noch was gefunden. Und jetzt bin ich auf dem Weg zur Arbeit. Ein Chaos. Wir hatten eine Besprechung bis 16:30 und dann hätte ich eigentlich noch eine gehabt. Und derjenige hat aber eine Minute vorher gefragt, ob wir die Besprechung dann digital machen könnten, weil er doch im Büro quasi einspringen musste. Das Problem war, aber ich habe es erst puddelvor gelesen, weil ich habe auf ihn gewartet und hatte nicht mehr in meine E-Mails geguckt eine Minute vorher nach diesem anderen Termin und das hat jetzt nicht geklappt. Naja, und jetzt hat mir unsere Praktikantin auch noch gesagt, dass sie morgen gar nicht weiß, ob sie rechtzeitig zu den Öffnungszeiten wieder da ist, weil sie an die Hochschule muss. Chaos, Chaos. Aber ich fahre jetzt erstmal nach Hause. Ich bin auf dem Weg, bin mit der Straßenbahn gefahren, muss jetzt nur noch ein Stückchen nach Hause laufen. Habe noch mit dem Robo telefoniert.
Der war noch unterwegs. Ui, ja, wartet mal. Könnt ihr da oben den Vollmond sehen? Ui. Ne, das ist immer ein bisschen schwierig. Ich habe mal noch mal ein bisschen näher rangeholt, aber leider sieht das in der Kamera immer noch mal weiter weg aus als im Realen. So ein bisschen wie Halloween. Gruselig. Der Robert war, als ich mit dem telefoniert habe, noch eine halbe Stunde entfernt. Ist aber auch gleich da. Macht uns dann hoffentlich was zu futtern. Und ich werde mal gucken, was ich heute Abend noch geschafft bekomme. Morgen habe ich nämlich dann, also gehe ich eher in die Arbeit, als ich es eigentlich tun würde, weil ich noch so einen Fachtag habe online. Fachtag, an dem ich teilnehme. Sehr merkwürdig heute an der Arbeit. Aber okay. Irgendwas wollte mein Kalender von mir, fragt mich nicht. Robert müsste irgendwann demnächst kommen. Aber nachdem er noch nicht da ist, habe ich mir gedacht, setze ich mich kurz hin und schneide noch ein bisschen Vlogmas Teil 3. Ich habe heute auf dem Weihnachtsmarkt Folgendes für die Ehrenamtlichen aus dem Projekt besorgt, was ich koordiniere. Das ist, es wiederholt sich immer, das ist das Rathaus von Augsburg. Und daneben noch der Perlachturm und man sieht den Weihnachtsmarkt und es ist ein kleines Teelichtglas und dann habe ich noch Bienenwachs-Teelichter rein besorgt. Davon habe ich 7 Stück und ich werde mir dazu noch irgendeine Verpackung überlegen. So, dann muss ich mir mal irgendwie noch bis Samstag. Vormittag muss ich mir noch überlegen, was ich machen könnte. Das ist natürlich ein bisschen doof, dass ich Freitag die Osteopathie so zwischendrin habe, dass ich nicht nach Hause gehen kann vor der Weihnachtsfeier. Wird schon irgendwie gehen. Aber jetzt schneide ich erstmal so lange zumindest, bis Robert wieder da ist. Schauen wir mal, weil jedes bisschen hilft ja. Da ist er, der Robert. Hallo. Frisch aus Sachsen wieder da. Und da hat uns was zum Nikolaus mitgebracht. Der ist ja cool. Warte mal, da oben war ich gerade gar nicht. Kannst du nochmal aus und wieder anmachen? Jetzt war der Effekt nicht da. Ach, das ist ja cool. Cool. Kerze mit Gold. Ja, und? Lind. Von Lind ein Tannenbaum mit Lindzeug drinnen. Ist das für mich? Oder ja. Für uns beide? Ja, für uns beide. Okay. Und das ist Zartbitter. Und das ist von der Oma. Und was ist da drin? Da war das drin. Das ist mein Tütchen. Das ist das Tütchen, wo die Dings, die Kugeln drin waren. Das kann ich gleich wieder nochmal weiterverwenden, weil da hatte er die Sachen für Nikolaus, die Sie bekommen haben, mit drin. Ja, und jetzt müssen wir mal rübergehen. Da will ich nämlich sehen, was du sagst zu dem aus München, was wir zum Nikolaus bekommen haben. Weiß nicht genau, für wen es ist. Wahrscheinlich einfach für uns beide. Aber ich denke mal, dass du das dir einfach hinstellst. Na? Ja, ich hab's schon gesehen. Da sind die Adventskalender, die müssen wir dann noch mit aufmachen. Wir haben heute ordentlich was zum Aufmachen, sage ich dir. Und schau mal, mein Geburtstagsgeschenk. Das spielen wir dann auch mal von der Arbeit aus. Ja. Und die Karten hat die Sarah alle selber gemacht. Das hat man doch. Sagt uns das was? Mir sagt das nichts. Aber das ist ein Spiel des Jahres vom letzten Jahr. Ach, vielleicht hatte ich mir das letztes Jahr Weihnachten im Spiel aus. Nee, jetzt haben wir es auf jeden Fall. Karten? Ja, aber schau mal rein, die sind alle handgemacht. Von der Sarah. Ja. Nee, eine ist eine Geburtstagskarte und der Rest, den kann ich selber verwenden dann. Verstehst du? Und sie hat Aquarellfarben gemacht und danach noch mit einem Marker quasi die Sachen drauf gemalt. Mhm. Ja. Und manches davon schimmert auch. Ja. Ja, da hat sie noch mit Acrylfarben noch die Kugeln, dass es aussieht wie Kugeln. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Und irgendwo ist meine Geburtstagskarte, wahrscheinlich ganz unten oder so. Nee, da. Da ist meine Geburtstagskarte. Ja, cool, oder? Und der Kuchen so mit. Denkst, mhm. Ja, aber jetzt mach mal noch das Geschenk von München auf. Du musst den mal rausholen. Der hat einen Wackelkopf. Oh, okay. Ein ganzer auf dein Regal stellen. Mhm. Darf man das gar nicht rausnehmen. Das ist doch nichts mehr wert. Ja, aber die Packung sah schon so aus, als ob die jemand mal geöffnet gehabt könnte. Im Also da war auch kein Ding dran, wahrscheinlich im Geschäft schon oder so. Cool, oder? Ja. Ich wackel mal. Ja.
Der Wookie. Chewbacca. Ja. Natürlich. Ja, den kannst du drüben auf dein Regal stellen, wenn du willst. Da hast du ja eh schon Star Wars Sammlung. Ja. Mhm. Cool. Und halt die Make-Up-Adventskalender. Und siehst du die Blume? Die ist eingefärbt. Weißt du, dass die in. Neu. Ja. Die habe ich zum Geburtstag bekommen von den Kolleginnen. Aber weißt du, dass die eingefärbt ist und in der Kamera orange aussieht? Hier, schau dir das an. Ja. Und dabei ist die pink. Gut. Und die ist eingefärbt. Siehst du das? Du siehst, wo die Farbe in den Blättern noch dran ist. Was die nicht alle machen. Und hast du gesehen, dass ich lauter Wichtel da oben hingemacht habe? Und ich habe heute sogar motivpassende Servietten gefunden. Und schau mal, das hier ist zu 100% recyceltes Geschenkpapier, was auf der einen Seite rot ist und auf der anderen Seite so kraftfarben, dass du halt dann, und dann kann man das auch bestempeln, weil das nicht beschichtet ist. Ist das nicht cool? Mhm. Hier ist denn die 1? Da ist die 2. Wo ist denn die 1? Hä? Meine 1 ist hier. Da ist meine 1. Ja, die ist auf dem Baum, deswegen sieht man die so schlecht. Ich glaube, die sind überall gleich. Also. Ich glaube nicht, dass die... Ah, an der Ecke kannst du so reindrücken. Uch, dann musst du auch erst mal wissen, wie es... Oh, jetzt habe ich was aufgerissen. Ja. Soll das so? Ah, das ist noch ein Schutz, dass es nicht da irgendwas rankommt. Boah, aber wie soll ich das mit einer Hand da rausdrücken? Das geht doch nicht. Wie hast du das rausbekommen? Kannst du mal für mich drücken? Oder ich gucke einfach bei dir zu und mach's dann selber. Was hast du denn? Was hast du denn? Musst du zeigen? Nimm an. Sieht man das? Ja, sieht man. Sehr gut. Und die Nummer 2. War die nicht irgendwo unten? Ich hatte schon irgendwo was gesehen. Ja, wie wird es sein? Weihnachtsmann, Nikolaus. Ah, ja, sehe ich. So geht es schneller. Also, das war die 1. Das war die 2. Ich glaube, das war die 3. 4, 5, 6. Ach, keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall seht ihr ja. Es sind kleine Mega-Schokoladenplättchen und dann ist da halt immer so ein Muster drauf. Und es sind Bildchen hinter den Türchen. Wo ungefähr immer das drauf ist, was dann auch an Schokolade drin ist. Also im Moment sieht da noch ein bisschen albern aus. Vor allen Dingen die großen Füße im Vergleich zu was auch immer das sein soll. Aber da kommt ja noch ein bisschen mehr dran. Und ich habe auch meine Adventskalender soweit fertig gemacht. Rätsel gelöst, ganz alleine. Es gibt eine neue Weihnachtsserie auf Netflix. Die heißt Ich hasse Weihnachten, kommt aus Italien. Und die fangen wir jetzt einfach mal an. Dem wurde jetzt gerade aufgefallen, dass wir noch gar keinen gemeinsamen Pin da reingemacht haben. Das oben links halt, das ist doch das Atoll, oder nicht? Ja, deswegen wollte ich nochmal gucken. Ja, dann guck nochmal. Wir sind uns nicht ganz sicher, in welches von diesen Inseln wir dir stecken sollen. Weil zusammen ist nämlich gelb und dann kommt dann ein gelber Pin rein. Und das können wir ja jetzt reinmachen, weil wir sind ja da gewesen. Also wir haben das in den Malediven. Aha. Warte mal, du darfst nicht zu nah reinzoomen, weil sonst hast du das Verhältnis ja nimmer. So, da ist Maler. Hier siehst du es so weit oben. Ja. Und dann ganz hier unten. Ja, gut, ja, und dann ist es der obere rechte Dings. Nee, das ist mir klar, aber von denen, oder meinst du, es ist einfach der unterste Boller, weil es der unterste Boller ist? Das hier ist all das und dann ist hier unten nochmal der Klecks, das sind die Sachen. Na, dann muss es das unterste sein. Und dann ist es unten links. Unten links, okay. Sind wir uns einig. Das ist doch. Yay!